Und damit werden wir jetzt mal ganz easy locker den Typen anrufen. Ich hasse Hotlines, aber was soll's. Transport Boats Manufacturing Inc. Ich habe eine Frage zu einem Ihrer Motoren. Um welchen Bootstyp handelt es sich? Um die Buggy. Es handelt sich um ein Amazon Buggy C600. Was für ein Motor geht es? Das weiß ich eben nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Haben Sie wirklich gar keine Ahnung? Es geht um den serienmäßig eingebauten Motor. Kleinen Moment. Sie meinen den Drifter TTX? Ja, genau den. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Okay, das war's schon. Okay, gut, dann... Nehmen wir uns einfach mal den Drifter TTX. Na du. Ich rede erst mit welchen... Sie benutzen einen Drifter TTX. Richtig. Damit ist es bewiesen. Ich bin Mechaniker. Wo drückt denn jetzt der Schuh? Der Auspuff ist verstopft, das Windruder gerissen und das Benzinkabel leckt. Alles klar, der Auspuff ist verstopft. Dafür ist mein Arm viel zu dick. Aber nicht deine Antenne. Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck herumstochern, ihn aber nicht herausziehen. Dann packen wir uns mal... Besser nicht. Okay. Was, das Kabel ist auch gerissen. Benzinschlauch prüfen. Kein Wunder, dass der Schlauch nicht passt. Der Aufsatz ist völlig ausgeleiert. Mensch, Boot. Ich hoffe, das funktioniert. Ha, die Zwinge hält den Schlauchkopf am Tank. Keine dauerhafte Lösung, aber ausreichend. Okay, jetzt haben wir hier das Boot, das Windruder. Das können wir einfach mal das hier nehmen. Die Plane sitzt wie angegossen. Jetzt muss ich sie nur noch befestigen. Ta-da-da-da. Ha, endlich mal kein um die Ecke denken und wirres Improvisieren. Einfach nur Tacker mit Plane benutzen und... Die Sache ist gegessen. So muss es sein. Und jetzt noch den Auspuff reinigen. Es läuft ja ganz gut hier eigentlich für uns. Jetzt bin ich ein bisschen überlegen, was ich da jetzt mache. Pille-Palle. Ein Sumpfboot. Das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Okay, Moment. Boot. Huh? Ich dachte, Sie sind Spezialist für Sumpfboote. Und? Dann brauchen Sie auch keine Gebrauchsanweisung. Gut, dann brauchen wir die halt nicht. Hier ist nichts mehr jetzt, was mir was weiterhelfen könnte. Was könnte ich denn nehmen, um den Dreck da rauszubekommen? Zum Glück verkaufte der Betreiber den Hub. Oh, da ist Faye auf einmal. Faye. Hm? Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hol dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Bis später. Okay, Faye gibt uns auch keine Hilfe mehr. Der Typ ist keine große Hilfe. Das Telefon braucht man nicht. Die drei hier sind auch keine besonders große Hilfe. Das Kreuz. Brauchen wir uns nicht ansehen jetzt extra. Wir brauchen einfach nur was. Schwachfug. Ja, hätte ich mir auch gewundert, wenn das jetzt reinpasst, aber okay. Also nochmal, was hat er gesagt? Mit der Antenne kann ich zwar im Dreck herumstochern, ihn aber nicht herausziehen.
nicht herausziehen. Mumpitz. Pah, Schwachsinn. Ich brauche es vielleicht. Hat die was, was stimmt mit? Ich wette, es hat sich jemand einen Spaß erlaubt und irgendetwas hineingestopft. Zu Schichtbeginn war noch alles in Ordnung. Wer macht denn sowas? Die gleichen Leute, die mit schwarzem Rauch einen Motorschaden simulieren, um mich abzulenken oder mich in meiner Mittagspause ausrufen lassen, weil angeblich meine Freundin am Telefon ist. Klingt raffiniert. Oder einfach nur kindisch. Ich habe das Windruder ausgetauscht und befestigt. Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Ich bin nicht blind. Ist es nicht langweilig, den ganzen Tag herumzustehen und den Profis bei der Arbeit zuzusehen? Das ist meine Arbeit. Wirklich interessant wird es, wenn die Profis etwas machen, was mir nicht gefällt. Da bin ich ja froh, dass unsere Zusammenarbeit klappt. Klar. Ich habe aus einer Schraube und einem Blechschild eine Schraubzwinge gebastelt und damit den Aufsatz festgeklemmt. Das Kabel sollte vorerst halten. Mir ist egal, wie Sie es gemacht haben. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Das tut es. Gut. Was stimmt mit dem... Zu Schicht... Wer macht... Die gleich... Oder... Klingt raff... Oder einfach... Nehmen Sie... Nein. Und wie komme ich dann dorthin? Jeder muss sehen, wie er allein zurechtkommt. Lassen Sie sich was einfallen. Das werde ich. Okay. Bis später. Auspuff. Ansehen. Da drin scheint sich etwas verhakt zu haben. Eingreifen geht nicht. Dafür ist mein Arm viel zu dick. Wirklich nichts mehr drin hier? Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung vermute ich, dass er immer noch leer ist. Und ich habe recht. Tada! Kabel, Bier, Stecker. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Das Zeug hier hinten bringt mir gar nichts mehr. Spreche einfach mal Augi an. Wird schon was dabei rauskommen. Wie läuft der Plan? Sie selbst. Wer wird. Hey, wird. Wo sind meine Schlüssel? Vor deiner Nase auf dem Tisch. Richtig. Wer einer von euch Würstchen versucht, sie zu klauen, den mache ich fertig. Zeit für Phase 2. Ich tu mir das... Okay, gut. Und du, Bim? Ich sag erst muss, wie man sieht. Oh, ist das langweilig hier. Bierflasche. Wollen Sie die Flaschen nicht öffnen? Gleich. Ich muss nachdenken. Moment, warte mal. Kann ich das auch nicht mitnehmen? Ich kann nichts mitnehmen irgendwie. Der Simon hat auch nichts mehr. Wie kann ich helfen? Was war nochmal? Was soll damit sein? Rauche wartet auf. Aber wie gesagt. Was war noch? Ich brauche nichts. Okay. Okay, Jeep, Ansehen. Ist auch nichts mehr, ne? Der Ausstoff ist verputzt. Wenn ich einfach starte? Mit einem kaputten Boot komme ich nicht weit. Aber wie mache ich das, wenn ich nichts mehr habe? Galimatias. So ein Quatsch. Unfug. Nichts als Quacksalberei. Das ist doch fertig. Das führt doch zu nichts. Hören Sie endlich auf, mit Ihrem Spielzeug rumzuwedeln. Ich habe es ja kapiert. Lieber nicht. Okay. Das ist doch Quatsch. Galimatias. Schwachfug. Ich kann ja noch nicht irgendwie...
Ich weiß auch nicht, wozu das Buch da ist, um ehrlich zu sein. Ramsch. Schmonzes. Und dann? Ich bin mir unsicher, lieber Freund der leichten Nachtmusik. Ich bin mir unsicher. Aber finde ich bestimmt raus. Wir könnten... Boot... Wirklich keine anderen Hotspots mehr? Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Kann ich nochmal anrufen? Warte mal. Vielleicht ist sie so mal für etwas gut. Oh, es ist einfach, ey. Der einfachste Ding, auf die kommt man manchmal einfach nicht. So. Endlich mal ein Angelhaken, der was nützt. Oh. Ah ja, da haben wir das Problem. Eine Schlange hat sich in dem Auspuff verfangen. Ah, ist sie tot? Das hat sie garantiert nicht überlebt. Wieso? Haben Sie Angst vor Schlangen? Nehmen Sie das Mistvieh und schmeißen Sie es ganz weit weg. Mehr müssen Sie nicht wissen. Alles klar. Das arme Tier. Blanka und... Gut, okay. Wenn Sie mit dem Vieh noch einen Schritt näher kommen, dann knall ich Sie ab. Ich wollte sie Ihnen doch nur zeigen. Kein Grund, gleich jemanden zu verletzen. Doch. Ein Grund von vielen. Ich sollte bei der Reparatur gezielter vorgehen. Hä? Ich sollte bei der Okay. So, das Boot ist repariert, ich habe die Schlüssel, fehlt nur noch die gute Faye. Gut, liebe Faye, wir haben da was. Der Herr hat Angst vor Schlangen, das ist natürlich jetzt... Er ist hier bei mir. Ich wiederhole nur, was die Wachen sich erzählen. Ben Svensson ist tot und die Alge ist Geschichte. Das stimmt alles nicht. Indes hat noch ein Exemplar. Wir sind hier, um es zu retten. Ach, hey. Du und dein Plan. Warum glaubst du immer noch, dass dieser Svensson auch nur irgendwas bewirken kann? Weil ich daran glauben will. Du wirst ewig die kleine Träumerin bleiben. Ich dagegen bleibe der Realist. Irgendwann wirst du dich in heißen Dampf auflösen. Und niemand wird mehr wissen, wer du warst, woher du kamst und was du hier wolltest. An mich wird sich morgen auch niemand mehr erinnern. Aber ich habe der Welt wenigstens eine Zukunft geschenkt. Bleib ja weg vom Kraftwerk. Warte auf uns. Zu spät. Ich habe gerade den Hintereingang entdeckt. Leb wohl, Faye. Over and out. Salvador! Salvador, geh ran! Wir haben ein Boot. Oh, Bent, gut. Wir müssen sofort los. Salvador versucht einen Alleingang. Ist das schlimm? Du kennst ihn nicht. Er wird sie alle umbringen. Alle, die ihm im Weg stehen. Oh mein Gott, die Alge. Wo ist das Boot? Komm. Entschuldigen Sie, Herr, Ja? Wir bräuchten jetzt doch das Boot. Dann holen Sie es sich doch. Benny, wo steckst du? Wir haben hier einen Vorfall. Das war dein Plan? Das war erst der Anfang. Sieh einfach zu. Ja. Und Hep? Weg! 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 Los, Ben, ins Boot! Go, go, go! Wir haben es geschafft. Keine Angst, wir schaffen das schon. Das Lächeln. Was? Ich sagte, mach dir keine Sorgen. Heute wird die Welt schon nicht untergehen. Das sehe ich aber anders. Das könnte ganz gut passieren. Ah, es ist ziemlich logisch, dass der Alleingang eventuell... Der Phönixplan, Kapitel 8. Dass der Alleingang eventuell alles zerstört. Ich bin auf das Ende gespannt. Ich kenne bei der Delik so viele unterschiedliche Arten von Enden. Ich bin auf das Ende gespannt. Hier irgendwo muss es sein. Ich kann Salvadors Funkgerät auf der anderen Seite des Flusses orten. Wann sagtest du, kam es zu dem Reaktorunfall? Heute Nachmittag. Also los!
Wir haben nicht mehr viel Zeit, also okay. Ast. Abreißen. Elektrozaun ansehen. Guck mal, Bent. Hier ist ein Spalt unterm Zaun. Wenn wir ihn anheben, können wir uns ohne Probleme durchquetschen. Um Himmels Willen, Faye, siehst du nicht die toten Insekten? Das ist ein elektrischer Zaun. Also bloß nicht anfassen. Aber wir könnten mit dem Ast den Zaun hoch. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Dann? Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Er kann nicht weit gekommen sein. Warte, wir können da doch nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. Okay, was haben wir denn hier? Ein Fernglas? Das Fernglas ist direkt auf die Anlage gerichtet. Da hat doch bestimmt was entdeckt, der Herr. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Na, wollen wir mal schauen.